Liebe Grüße aus dem Europaparlament hier in Brüssel. Liebe Kinobesucherinnen, liebe Kinobesucher, heute ist es wieder soweit. Die Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalts veranstaltet zum Europäischen Jahr der Entwicklungspolitik 2015 seine mittlerweile dritte Filmvorführung im Magdeburger Moritzhof. Vor Jahren waren sie noch ein Phänomen der Metropolen in Afrika. Heute sind sie leider längst auch Teil des Straßenbildes in den kleinen Städten der Provinz geworden. Die Straßenkinder. Armut und AIDS sind die Hauptursachen der rasanten Zunahme der Zahl von Straßenkindern in Kenia und deren Ausbreitung im ganzen Land. Im vergangenen Jahrzehnt fielen Zehntausende von Erwachsenen der AIDS-Epidemie zum Opfer. Es gibt aber auch Hoffnung, sowohl seitens des Staates als auch der Kirchen. Von ihnen gibt es viele Hilfsprojekte für diese heimatlosen Kinder, um ihnen Hintergrund und Unterstützung zu geben. Beim Ansehen der Dokumentation zwischen Müll und Hoffnung wünsche ich Ihnen und euch interessante Einblicke und eine gute Diskussion im Anschluss mit den anwesenden Referenten. Leider kann ich nicht dabei sein, aber ich wünsche einen guten, gelungenen Abend. Ihr Anne Lietz aus Brüssel.